Und wir begeben uns jetzt noch auf eine besondere Reise mit der Serenade of the Seas, gebaut von der Papenburger Meyerwerft. In 271 Tagen von Miami in Florida aus, einmal rund um die Welt, immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, klingt erstmal einmal wie die Erfüllung einer großen Fernwehsehnsucht. Am laufenden Band an den unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten der Menschheitsgeschichte vorbei und dazwischen dann immer wieder endloser Horizont und frische Meeresbrise. Aber so eine Seefahrt, die ist eben nicht immer lustig. Und wenn dann Streit zwischen Passagieren, Lästereien und allerhand Chaos und das von den Gästen selbst gefilmt auf Social-Media-Kanälen landen, dann lachen vor allem die, die nicht mit an Bord sind. Daniel Frevel. Der erste Tag an Bord vor genau 9 Monaten. Diese Kabine, das neue Zuhause von Mike und Nancy Jacobs für die nächsten 274 Nächte. Mein erster Gedanke war, oh, das können wir nicht machen, das ist zu verrückt, aber wir haben es gemacht. Von Miami aus geht es los. Rio, Mumbai, Dubai, 7 Kontinente, über 60 Länder, so eine lange Kreuzfahrt gab es noch nie. Die außergewöhnliche Reise sorgt auch in den sozialen Medien, besonders bei TikTok, schnell für Aufsehen. Den Anfang machen die Influencer. 700 Menschen auf einem Schiff, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Drama geben wird? Schnell bemerkt man auch an Deck das voyeuristische Interesse der Landratten. Tag für Tag zücken immer mehr ihre Handykameras und zeigen den Schiffsalltag. Auch TikTok-Neulinge wie Audrey und Joe Martucci. Ihr erstes Video geht direkt viral, fast 2 Millionen Klicks. Wir waren nervös, wir kannten TikTok gar nicht. Wir schauten auf unsere Handys und dachten nur, was passiert hier? Eine weltweite Fangemeinde nimmt nun an der Kreuzfahrt teil, inklusive Tratsch. Okay, ein weiterer dramagefüllter Tag geht zu Ende. Heute gab es ein Feuer an Bord. Das war kurz erschreckend. Ich weiß aus guter Quelle, dass es eine Schlägerei mit 4 Leuten gegeben hat. Es ist wie eine Reality-Show, quasi Big Brother auf hoher See. Nur mit einem Unterschied, es gibt keinen Regisseur. Das ist eben wahnsinnig interessant, wenn man ja auch guckt, okay, da waren Leute, die offensichtlich nicht verstanden haben, dass ihnen jetzt möglicherweise 1 Million Leute zugucken, wenn sie über Leute lästern. Also es ist mehr Reality-TV, als Reality-TV je gewesen ist im deutschen Fernsehen. Das Abenteuer Weltreise endet heute nach 9 Monaten. Kosten zwischen 60 und 117.000 Dollar pro Person. Bleibt die Frage: Würden Sie es nochmal machen? Nein. Nein, auf keinen Fall. 9 Monate sind einfach viel zu lang. 9 months is too long. 9 months is way too long. Tja, aber wer jetzt immer noch Lust hat, so eine ausgedehnte Schiffsreise zu machen, bitte sehr, die nächste Rekordreise wartet schon. Da soll es dann für ganze 3 Jahre rund um den Globus gehen. Blöd nur, die Tour sollte im Mai beginnen, doch seitdem liegt das Schiff im Hafen von Belfast mit Schaden fest. Und bis es wieder flott ist, übernachten die Weltreisenden die ganze Zeit im Hotel an Land.